Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. In der letzten Folge sind wir zum ersten Mal außerhalb des Dorfes ein bisschen herumgewandert, haben unsere ersten Klamotten gesammelt, unsere ersten Viecher erledigt und was weiß ich. Und jetzt müssen wir für diesen Ollen hier ein paar Erze sammeln. Schön, ne? Weil damit können wir unsere Ausrüstung ein bisschen verbessern und das wollen wir natürlich, weil... Ja. Auf der Suche nach Eisenerz, was? Gut, dass ich die Aufgabe los bin. Es ist schön, der Chef zu sein. Die Höhle im Gebiet 4 ist ein guter Platz, um nach Erz zu suchen. Ja. So, wie kann ich jetzt hier wechseln? Kann ich hier nochmal wechseln? Ah, ja, okay. Okay. Mit Y tun man die Objekte einsetzen. Dann tun wir mal erstmal, oh, sehr schön. Ich finde mal geil, wie die Musik hier anfängt. Tun wir mal ein bisschen Grill grillen. Was? Fleisch grillen meine ich. Din, 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 din. Hi, na? Krieg's nix. Blutiges Steak, das war nicht gut. Kann man noch besser machen. Man muss nämlich im richtigen Moment A drücken. Dann bekommt man richtig tolles Fleisch. Aber ein guter Screenshot. Ja, das ist zum Beispiel das Beste, was man kriegen kann. Muss man natürlich immer wieder diese Animation machen, aber irgendwann kriegt man noch einen besseren Grillspieß, glaube ich. Gebratenes Steak, ja. Sehr schön. Jetzt töte ich euch. Und dich. Erstmal looten. Weil die verschwinden auch ganz schnell. So, nochmal rohes Fleisch, geil. Also nicht so Grillbraten und so, da werde ich natürlich auch alles auf Screen machen, weil das will natürlich auch keiner sehen. Ich glaube, beim ersten Mal oder so. Ist halt vielleicht mal witzig und beim zweiten Mal auch, aber danach nicht mehr. So, ich habe dir ein Horn abgerissen und jetzt renn. Erzähl es den anderen. Mein Gott, der ist weg. Er hat eine komische Farbe. Warmer Pilz. So, da ist noch einer. Warum können wir die hier nicht töten? Verstehe ich nicht. Also wir bringen alle anderen friedvollen Viecher ja um. Aber den nicht, ne? Dann wir wieder ein Kraut. So, wie gesagt, das sammle ich alles auf Screen ein, weil er interessiert kein Schwein. Er interessiert kein Schwein und darum sehe ich so Viecher. War in der 3DS-Version auch so? Nein, nicht so. Was hat er gesagt? 4, ne? Dann gehe ich schon mal falsch hier. Gehen wir mal zur 3. Ich habe jetzt auch Schmetterlingsnetze und so. Ja, ich kann jetzt auch Insekten fangen. Geil, ne? Entschuldige meine Neugier, aber du hast doch eine Spitzhacke, oder? Wenn du etwas abbauen willst, brauchst du eine. Aber du hast zwar einen Dickschild, aber durch Fels kommst du so nicht. Auf dem Markt im Dorf gibt es Spitzhacken, also geh dort vorbei und deck dich ein, falls du keine hast. Ja, ich habe ja zum Glück noch die Spitzhacke vom alten Typen da bekommen, von dem Schmied. So, und von den Viechern halten wir uns erstmal fern, weil die können Objekte von einem klauen und das ist ziemlich nervig. So, 4, 4, 4 da, ja. Na, hi, na. Hier, Schmetterling. Einen Wurm erhalten. So, ich möchte die nicht unbedingt. So, das war's. Ich möchte die nicht unbedingt auf mich aufmerksam machen jetzt. Die wären richtig nervig. Gut, in dieser Höhle müsste es irgendwo Eisenerz geben. Überprüfe jeden Winkel und jeden Spalt. Oh, Spalt. Wenn du dich verläufst, findest du aus der Höhle, indem du in die Richtung gehst, in der du ein Licht siehst. Okay. Wie Bams. Wir laufen auf Viecher herum. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Oh, hi, na. Hi. Steh auf. Kann ich mit denen nicht reden oder so? Nee. Den kann ich nichts machen. Okay. Ich dachte. So, hier kann ich wieder Schmetterlinge fangen.
Ein Bitterkäfer. Käfernetz zerbrochen. Ja, Götterkäfer. Tischlerkäfer. Sehr schön. Man sieht, die Netze, die tun sich auch irgendwann ein bisschen abnutzen, steht auf man. Deswegen sollte man immer sehr gute und sehr viele mit sich schleppen. Also ganze 5. Ich bin immer noch auf Suche nach Eisenerz. Wo habe ich hier Eisenerz? Ich hoffe, der benutzt auch erstmal eine Mega-Spitzhacke, weil ich möchte jetzt nicht die alte als erstes wegpacken. Oder die normale, die ich jetzt habe. Hier. Findest du eine Stelle, wo du Erz abbauen kannst, erscheint das Abbausymbol. Wenn du eine Spitzhacke hast, kannst du den A-Knopf drücken, um mit dem Abbauen zu beginnen. So, der benutzt jetzt aber die. Gut gemacht. Jetzt musst du das nur noch zum Meisterschmied im Handwerksladen bringen. Du kannst überall nach Erz graben, wo du große Risse im Felswänden siehst. Du kannst es auch bei großen farbigen Felsbrocken auf dem Boden versuchen. Du findest sie praktisch überall. Da du jetzt erledigt hast, was du dir vorgenommen hast, wird es höchste Zeit, ins Dorf zurückzukehren. Ja. Ich kann aber erstmal die hier benutzen, wenn das geht. Ja, jetzt am Boch. Weil die nimmt auch einen Platz weg. Hey. Na? Ja. Hättest du wohl gern, ne? Samthaut. Ja. So ungewohnt mit der Waffe. Wäre mit so einem riesen Ding hier rumgelaufen, das ist irgendwie besser. Ich meine, warum auch nicht, ne? So, jetzt benutze ich die Mega-Spitzhacke gut. Hey, nur eins. Ja, die Mega-Spitzhacke, die weiß ich nicht. Nimmt einen Platz weg. Und die anderen auch. Deswegen tun wir erstmal ein bisschen die wegballern. Und hier bin ich im Kreis gelaufen. Egal, gehen wir zurück zum Dorf. Ich möchte jetzt nicht hier, weiß ich nicht, ewig im Tutorial rumsitzen. Ich will erstmal auch hier die Quests irgendwann machen. Wee. Wee. Was ist ein Gebiet 7 noch? Können wir auch mal hingehen. Obwohl, lass mal das. Erstmal. Wir werden so oder so irgendwann dahin kommen. Wenn ich mich nicht irre. Sowieso irgendwann. Okay, du bist fast wieder in unserem Dorf. Meine weisen Ahnen sagten, das Leben des Dorfes ist an dem Land drumherum gebunden. Sie hatten recht. Sammle bei der Erkundung Rohstoffe und nimm die Objekte. Das wird dein Leben im Morgenraum einiges bereichern. Du kannst sogar Materialien kombinieren und dir neue Jagdwerkzeuge machen. Ein guter Jäger erkundet immer, sagten meine Ahnen. Befolge ihre Worte, dann machst du im Morgenwald alles richtig. Na, ich bin gespannt, wie es dem guten alten Schmied deinen Eisenerz so gefällt. Ha, ist das aufregend. Wenn ich schnell bin, kann ich aber direkt, was ich immer danach machen muss, erledigen. Das wäre doch geil, ne? Ah, schön. Wie? Ist gut. Zum Dorf. Oh, Posen. Das wird man, diese exakte Animation wird man auch sehr oft im Spiel sehen. Das kann ich schon mal garantieren. So, ich habe dein Eisenerz. Mache er mir daraus wertvolle Sachen. Komm näher. Was ist denn jetzt schon wieder? Bringst du mir das Eisenerz oder nicht? Du musst es mit einer Spitzhacke bauen, wenn meine kaputt geht. Kauf dir eine neue auf dem Markt. Wenn du das Erz findest, musst du Dörfler bitten, in meiner Liste wählen. Klar, du schaffst das hier auch so. Tut mir leid. Ich habe auf dich gewartet. Er will Erz auch so, ja. Ja, hat er mir gerade gesagt. Nur dann. Ja, hier kann man sehen, was alles hier bringt. So. Hier kann ich sozusagen meine Jagd irgendwie. Oh, cool. So einen Bericht für meine Jagd irgendwie machen. Dann geben die mir Sachen. So, ich habe ja keine Dörfler, bitte. Ich habe doch hier ein Erz. Da soll ich direkt was herstellen.
Pass aber auf, du kannst keine Rüstung anlegen, die nicht zu deiner Waffe passt, okay? So, dafür brauche ich Eisenerz. Was habe ich denn jetzt hier gerade ausgerüstet? Ja, mal eine gute Frage, was habe ich ausgerüstet? Jackbeutel. Nein, sehe ich noch mal meine Ausrüstung da. Ich habe Lederkopfdeckung. Alles aus Leder habe ich, okay. Dann Waffen soll ich mir erstellen, hat er gesagt, ne? Waffen verbessern, ich kann bis jetzt noch nichts verbessern. Ich habe übrigens ja alles schon geordnet, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Waffen schmieden, Großschwert, Eisenerz, Eisenkatana, Schwert und Schild. So, war's das? Keine Ahnung. Rüstung schmieden daneben, Kopf. Plus Kettenweste. Eisenerz und warmer Pelz kann ich mir schon herstellen. Verstehe jetzt irgendwie nicht, was ich hier jetzt noch machen muss. Warte mal, was Neues herstellen. Ich habe 3 in meinen Beutel, ne? Ne, naja, verbrauche ich irgendwas und. Warte mal, hey. Ach, hier muss ich. Boah. Noch wieder blind, ey. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Hui, sieh sich dieses Eisenerz an. Das ist echte Qualität. Vielleicht nicht die allerbeste Qualität, aber du hast keinen Anfänger. Das hat keinen Anfängerausgaben. Du hast wirklich Talent. Wenn das nicht heißt, eine kleine Eisenspitzhacke gut einzusetzen, ich sehe beste Materialien in deiner Zukunft. Hm, sieht aus, als bräuchtest du eine Lektion im Verbessern. Das ist genau wichtig, viel wie Schmieden. Glaub mir. Verbesserungen dienen dazu, Waffen oder Rüstungen zu verbessern, die du bereits besitzt. Das ist viel billiger, als Dinge neu zu schmieden. Also scheue dich nicht, deine Lieblingsausrüstung zu verbessern. Ach ja, die grundlegenden Details findest du in deinen tollen Jägernotizen. Okay, jetzt ist ja wieder was. Jäger, ich möchte dir was geben. Es ist ein selbstgemachtes Käfernetz, ja super. Es gibt viele Insekten im Morawald. Wenn du sicher im Gebüsch siehst, schwingst du einfach das Netz. Manche Käfer leuchten aus, anderen lässt sich Arznei machen. Viele tolle Dinge. Ein Jäger wie du kriegt das schon hin. Ich finde, das Käfernetz ist mir gut gelungen. Wenn es kaputt geht, kaufst du einfach ein neues auf dem Dorfmarkt. Viel Spaß. Oh, ein Mega-Käfernetz sogar. Da, du willst mit mir reden. Die Lady am Schalter will, glaube ich, mit mir reden. Oder auch nicht. So. Miau, wie gehen, Jäger? Du Neuigkeiten von Chef Farmer? Wieder Armbau auf Farmmöglichkeit. Was? Du im Dreck spielen, machen Daumengrün viel Aufregung. Nur ein kleines Mondai-Problem. Wir besuchen Farm, während wir weg im Hafen Tansia. Nicht Angst, Miau und Neko gehen zu Farm für Jäger. Bringen zurück alles nötig. Für schnell wie Blitz. Chef Farmer als Freund von Nekos Mentor. Fast Familie. Also fast Familie. Dein Lein... Landwirtschaft in guten Händen, Anzen. Was? Boah, der macht mich so fertig, ne? Boah, diese Geschichte kann man noch seinen Enkelkindern erzählen. Von allen Ärzten dagegen könntest du genau die Sorte finden, die er Schmied mag? Ah, das ist ein Zeichen, der Beweis, dass du besser bist als andere Jäger. Du hast ein erstaunliches Urteil zu wegen. Was ist überhaupt mit den anderen Jägern passiert? Warum soll man auch losgehen und seinen Hals riskieren, wenn man nur Schrott nach Hause bringt? Ja, ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Es würde mich nicht wundern, wenn du auch das Erdbebenrätsel löst. Wie auch immer, Jäger, das Basislager ist fertig. Noch bevor du Jagi-Hüpf sagen kannst. Also warte einfach ab. Und was? Du langweilst dich, wenn du auf die Reparaturen warten sollst? Du bist hartnäckig als ein brünstiger Kelbi. Gut, ich habe eine Idee. Was unterscheidet die Landmonster, die du schon gejagt hast, von einem Seeungeheuer wie dem Lagiakus? Tonnenweise Wasser, was sonst? Wenn das Seemonster erledigen willst, wirst du richtig nasse Füße holen. Hör also auf meine Worte, geh durch den Moggerwald zur Küste, tauche und fange ein paar Fische. Fang klein an, verstanden? Juno kann wirklich gut schwimmen, er soll dir ein paar Tipps geben. Geh los, sobald du bereit bist. Ah, okay, gut. Können wir noch in dem Part shoppen. So, auf der Farm ist was zu erledigen. Hey, ich habe gehört, dass du den Handwerker im Handwerksladen getroffen hast. Er mochte dich, oder? Ha, tja, das ist echt erstaunlich. Eigentlich tut sich der alte Knacker immer schwer mit neuen Gesichtern.
Wenn du Freundschaften geschlossen hast, haben wir hart gearbeitet. Die Lagerreparaturen kommen gut voran. Ach, und noch was. Der Cheffarmer hat dich gesucht. Hast du ihn schon getroffen? Ja. Er ist jemand, den du kennenlernen sollst. Der Eingang zur Farm liegt rechts neben der Brücke im Wald. So, habe ich irgendwie was hier zu erledigen? Nein. Dann gehen wir mal, was immer noch. Jäger, du willst also in See stechen. Wie wäre es mit einer Schwimmstunde beim alten Junior, also bei mir? Du schwimmst unter Wasser immer in Blickrichtung. Suche Luftvorratpunkte, wenn deine Sauerstoffbalken sinkt. Merke dir diese Dinge, dann endest du auch nicht als Fischfutter. Okay, das war's. Okay. Dann noch schnell zum Farmer. Da können wir auch endlich mal mit der Farm irgendwas machen, glaube ich. Ja. Sehr schön. Ja, da ist auch irgendwie so eine Höhle, aber was muss man da machen? Kommt bestimmt auch irgendwann mal. Okay, erstmal mit dir. Hey du, jetzt sieh dir das an. Einer meiner Familienarbeiter hat seinen Rückgrat gefunden und ist wieder da. Jetzt können wir wieder was anbauen. Die Farm gehört dem Dorf, aber ich kann dir etwas Land überlassen, weil du uns doch beschützt und so. Wenn du Pflanzen oder Pilze anbauen willst, bring sie her und wir kümmern uns um sie, während du unterwegs bist. Ist ganz einfach, such nur die Pflanzen aus, die wir abbauen sollen. Bist du am Hafen und kannst nicht nur zur Farm zurück, gibst du Nico deinen Anfragen. Es reicht sie an uns weiter. Ich sage dir was, weil du doch so beschäftigt bist, können wir auch mehrmals dieselben Pflanzen für dich anbauen. Wenn du im Wald oder auf einer Quest bist, können wir eine Pflanze züchten. Bestell einfach mehr und komm seltener. Okay. Bring uns nützliche Pflanzen wie Kräuter oder Blaupilze und wir bauen sie für dich an. Das ist das Mindeste. Oh, und sagt der Feline Hallo, die gerade gekommen ist. Zu meinen Helfern sollte man immer freundlich sein. Wenn du noch mehr Felines wieder zur Arbeit bewegen könntest, könnten wir hier noch mehr gleichzeitig anbauen. Das würde uns beiden helfen, egal. Die Arbeit mit so wenig Hilfe zu bekommen. Was? Die Arbeit mit so wenig Hilfe zu machen, bekommt mein Gicht gar nicht gut. Okay, ich kann direkt was anbauen. Und zwar hätte ich gerne Blaupilze. Und dann kann man Dünger für Pilzbox. Diese Bakterien findet man in bestimmten Monstern. Ja, da kann ich glaube ich da reinpacken. Und ja. Jetzt bekomme ich sozusagen Blaupilze. Wann immer ich hier hinkomme. So, hi, na? Gemüse, Gemüse, Gemüse! Essen ist mehr als nur Fleisch. Während der Gesundheitswelle damals haben viele Felines auf Bio gestellt. Auf der Farm von Dorf Mauer gibt es keine Chemikalien und Zusatzstoffe. Wir würden nie Pestizide aus Gigi-Extrakt nehmen. Darum ist unser Gemüse vielleicht nicht das nürste, aber auf jeden Fall das leckerste. Ach, das Erdbeben, es hat mir euch erschreckt, dass ich weglief. Aber dann schämte ich mich und kam zurück, Miauns. Zum Beweis, dass du auf Miauns zählen kannst, schenke ich dir meinen größten Schatz, einen frischen Sushi-Fisch. Lass dir vom Welpen, Sohn des Dorfchefs daraus Rohstoffe machen. Da machen wir hier echte Fortschritte. Okay. Achso, ich kann den Namen ändern, ja. Warum sollte ich das machen? So, wir können jetzt auch von hier aus, glaube ich, zum Wald gehen, weil wir haben ja wieder einen Auftrag, den wir erledigen müssen. Und auf der Karte war auch nichts. Gut. Also auf den letzten Moment noch geguckt. Fangen wir noch schnell Fische. Hey, ich bin's, Junior, der Sohn vom Chef. Ich habe vom Erz gehört, dass du abgebaut hast. Nicht schlecht. Wirf einen Blick auf die Karte. Siehst du, dir steht der ganze Moggerwald offen. Gut, du solltest mehr ausgehen. Jetzt kannst du gerade durch den Wald laufen, bis zum Meer. Und das ist gut, da ich möchte, dass du zum Meer gehst und einen Mondfisch fängst, die dort rumschwimmen. Ein Mondfisch ist eine gute Übung für die Unterwasserjagd. Und ich wette, du kannst etwas Übung gebrauchen. Außerdem wäre es ein tolles Geschenk für das Mädel, das dafür zuständig ist, Gildenquest für dich zu finden. Also, wenn du bereit bist, dann mach dich aufs Meer ins Gebiet 11 auf. Ja, das ist ein bisschen weit. Aber egal. Wir gehen jetzt einfach schnurstracks dahin, tun die Fische fangen und zurückgehen, weil das möchte ich noch in dem Party erledigen. Also, nichts mit Looten hier und so. Vor allem die Leute, die sich darauf gefreut haben. Wir gehen jetzt schnurstracks. Oh ja, meine Gesundheit. Ausdauer. Wir werden ja wohl in 3-4 Minuten schaffen. Hi, na, ihr habt so weit von Glück, dass ich euch nicht jage jetzt. Ja, seid glücklich. Seid glücklich! Ha! Ich
möchte jetzt nicht unbedingt aus Versehen das rohe Fleisch einsetzen, aber okay. Oh, hi, na? Geht mal kurz weg. Ihr interessiert mich gerade nicht. Aber es so gibt 11, das ist noch ganz schön weit. Vor allem auf der Karte sieht man ja auch, welche Gebiete miteinander verbunden sind. Bei einigen sieht man so Pfeile. Das heißt, man kann nur von da aus dahin. Also ich könnte jetzt zum Beispiel jetzt nicht von 5 nach 8 gehen, weil die Pfeile in die andere Richtung zeigen. Weil da muss man, glaube ich, irgendwo runterspringen oder so. Weiß ich nicht. Wird bestimmt auch alles noch erklärt. So. Auf nach Gebiet 11. Jetzt nur noch hier hinter und dann fangen wir die Fischchen. Der Ball wird, glaube ich, ein bisschen länger. Bereit für nasse Füße? Dann bringe ich dir bei, wie man nach Mogadischu schwimmt. Hast du gesehen? Hast du gerade gegessen? Egal, richte die Kamera in die Richtung, in die du schwimmen willst und beweg dich. Änderst du mit den Kamerastellungen deinen Bildausschnitt, schwimmst du in die Richtung. Das ist schon alles. Sprinten, Ausweichen und Angreifen funktionieren genauso, wenn du auf dem festen Boden stehst. Über das Steuern der Kamera und wie du dich rumbewegst. Ehe du dich versiehst, schwimmst du wie ein Epiov. Ja. Das Gute hier an der Luftanzeige, die jetzt neben meinem Namen ist, ist, dass sie verdammt langsam runtergeht. Also man kann verdammt lange unter Wasser bleiben und kämpfen. War ja schon irgendwie zu lange. Ich glaube, man muss irgendwie nie nach oben gehen, um Luft zu holen. Also ich wusste jetzt jedenfalls noch nie. Oh, schön. Siehst du einen langen, flachen Fisch? Nicht zu übersehen, was? Das ist ein Mondfisch, deine Beute. Was tut, dass er nicht sehr schnell schwimmt? Schwimm nah ran und erledige ihn. Richte deine Kamera auf dein Ziel und greife an. Vergiss die Technik nie. Du machst dann schnell Fortschritte. Du kannst Fische mit der Waffe schwächen, doch ich empfehle eine Harpune. Dann kannst du Materialien entfernen. Gut, dann möge die Wasserschlacht beginnen. Erledige diesen Fisch. So, dann wechseln wir mal jetzt zu meiner Harpune. Na, wie war das nochmal? Ach, und ich sollte noch etwas zum Schwimmen sagen. Versuch nicht zu ertrinken. Auf der linken Seite des Bildschirms siehst du einen senkrechten Balken. Das ist dein Sauerstoffbalken. Wenn er leer ist, kannst du dich nicht mehr atmen. Dadurch verringert sich deine Gesundheitsbalken schrittweise. Zum Glück kannst du deinen Sauerstoffbalken auf drei verschiedenen Arten auffüllen, ehe du Fischfutter wirst. Schwimme an der Oberfläche und hol Luft, tanke an einen Luftvorratpunkt auf oder benutze ein Sauerstoffabbauobjekt. Du erkennst Luftvorratpunkte auf den Blasen, die vom Meeresboden aufsteigen. Wenn du dich an die Kamerasteuerung gewöhnt hast, findest du in lebensspendenden Blasen ganz leicht. Aber wie gesagt, das ist beim Bauch nie Luft holen. So, ich glaube, man muss die einfach nur mit A irgendwie ansprechen. Ich habe ja eine Harpune bekommen gerade. Wenn nicht, dann habe ich sie einfach so kaputt. Hallo? Wo ist meine Harpune überhaupt? Ich hab doch eine. Ich habe keine. Doch, da habe ich Harpune. Wie war das nochmal? Da, so. Komm mal her. Wie setzt man das nochmal mit Y? Gute Arbeit, Jäger. Wenn du so weitermachst, hast du vielleicht eines Tages die Ehre, mich Junior zu nennen. Was? Na, wie gefällt dir die Jagd unter Wasser? Verfolge dein Ziel mit der Kamera. Das ist der ganze Trick. Ganz unter uns, deinem Spielmenü, wurde jetzt die Option zurück zum Dorf hinzugefügt. Mit dieser Option kannst du direkt ins Dorf Mogga zurück. Jedenfalls besser als zu Fuß. Sobald du wieder ins Dorf bist, sprichst du mit dem Mädchen, das alle Quest-Infos hat. Sie wird langsam ungeduldig. So. Eine Harpune habe ich, glaube ich, so gut wie nie mitgenommen. Ich mich irre. So, jetzt muss ich das Viech auch noch looten, wenn es geht. Rohes Fleisch. Ja, super. Lebenskristalle, okay. Das habe ich irgendwie, glaube ich, noch nie gehabt. So, dann gehen wir mal zurück zum Dorf. Posen. Gut, dann haben wir ganzen Kleinigkeiten, glaube ich, erledigt und die ersten Quests können wir, glaube ich, im nächsten Part machen. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hier hin
und Speicher und beende den Part hier. In der nächsten Folge kann man hoffentlich, glaube ich, die ersten Quests machen, so wie sich das angehört hat. Oder? Ja, versuchen wir mal. Na gut, dann sage ich Tschüss, wo ich gerade aufgestanden bin. Und bis zur nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bedanke mich alle, als ich zuschaue und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.